Und damit hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Sims 4. Oh, ich kann unerwünschte Gäste ausschließen, indem ich die Tür abschließe. Das finde ich doch sehr interessant. Ich weiß nicht, wo wir gerade sind, aber ich dachte, ich war bei dir unterwegs und habe irgendwelche Mineralien geklopft. Hast du irgendwas gefunden? Einen Zitrin. Begeistert ist sie aber nicht so wirklich. Was hat sie denn für Wünsche? Eigentlich gar keine. Glücklich, weil sie an der frischen Luft ist. Ja, im Internet surfen, das darfst du machen. Und danach darfst du nochmal versuchen zu angeln. Ich wollte nicht, dass du abbrichst, aber gut. So, der schaut fern. Wegen tiefe Bindung. Der räumt auf. Und wundert sich, warum er hier die ganze Zeit fernschaut. Habe ich so das bisschen das Gefühl. Und wann muss... Nee, gar nicht war er zum Arbeiten. Hey, hast du jetzt einen Job? Ich krieg's drin durcheinander. Live-Chat-Berater. Und zwar muss am Montag... Gut gelaunt zur Arbeit gehen, Tagesaufgaben. Videospiele spielen musst du. Dann fang doch da gleich mal damit an. Spiel spielen. Sims Forever spielen. Da kann er nicht hin, warum nicht? Spiele spielen. Glücksspiel. Da kannst du nicht hin, warum? Steht das Bett etwa im Weg? Moment. Nein, nein, Baumodus. Ja. Da wollte ich dich nicht hin. So, kannst du jetzt dahin? Also an was hat das gelegen? Spiel spielen, Blickblock spielen. Kannst du das jetzt oder nicht? Nee, kannst du nicht. Warum nicht? Da kannst du auch nicht hinsitzen. Das heißt, das steht einfach falsch. Kann ich das... Baumodus... Anscheinend physisch in diese... Gegen zu clever für Barbara, also, das ist interessant. So, dann stelle ich dich irgendwie so her. Und die Lampe, nein, was ist denn jetzt, die Lampe? Weiß ich nicht wohin. Vorerst mal daher, irgendwie passt das alles nicht. Nix Stockwerk entfernen, geh aus der Ansicht bitte raus. So, und dann schauen wir mal, ob du das jetzt kannst. Kannst du jetzt Spiel spielen, Sims Forever spielen? Wenn es jetzt nicht funktioniert, weiß ich auch nicht mehr warum. Kannst du nicht, warum nicht? Jetzt daran, dass das nur du hier rein kannst, kommst du daher? Ich würde es mal gerne wissen. Nein, kann auch nicht. Ich verstehe es nicht. Baumodus. Also dann drehen wir das Bett mal wieder so, wie sich das gehört hier. Und die Lampe auch. Wo stelle ich das denn dann hin? Ich habe da nämlich eigentlich gar keinen Platz für sonst. Das ist alles ein bisschen schwierig. Ich kann den ja nicht irgendwo einfach in die Küche stellen und auch nicht vor dem Mülleimer. Ich kann es zu dir ins Zimmer stellen. So. Die Kommode ein bisschen weiter rüber. Und den Stuhl. Dann kann er nicht mehr ins Bett, ne?
Ach, es ist doch alles Blödsinn, egal was ich mache. Kommt die komische Kommode halt mal. Kommt die. Ja. Aber bitte so, dass man da hinsitzen kann. Und den so drehen. Nein, ganz an die Wand. Und die kommt mal vorerst hier rein. Dann wollen wir mal schauen, ob das jetzt funktioniert. Kannst du jetzt Spiel spielen, Blickblocks wählen? Daher sitzen kannst du. Das nicht, warum? Also dann lauf daher. Räum das Buch auf. So. Nee, nee, ah, ich bin ja noch im Bow-Modus, da war was. Und dann schau, ob du jetzt Spiel spielen, Sims Forever spielen kannst. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es echt nicht. Warum das nicht klappt. Oh, Leute. Ja, mir egal. Vielleicht brauche ich einen anderen Tisch. Oh. Tisch in Freizeit. Nee. Einfach nur Tisch, gibt's das nicht? Esszimmertische. Zeichentisch, Essen und Recyceln. Die Frage ist, kann ich da einen Computer draufstellen? Dann würde ich den dann verkaufen. So hinstellen. Und dann verkaufe ich den komischen Stuhl. Vielleicht liegt es ja einfach an dem Stuhl. Tschüss und schau, ob ich einen anderen Stuhl bekomme. Stuhl. Esszimmerstühle. Für unser bestes Picknickstuhl. Einfach so einen. Ich weiß, dass es jetzt alles absolut nicht zusammenpasst, aber ich würde erstmal nur ganz gern den Computer benutzen können. Es geht immer noch nicht. Warum nicht? Ich verstehe es nicht. Ehrlich, Leute, ich verstehe es nicht. Kann ich den? Ach, ich bin ja mal wieder nicht hier im Baumodus. Ja, ich will eigentlich nur den. Könnte ich. Was ist denn das für ein Tisch? Umweltfreundlicher Tisch aus Teakholz. Abbrechen. Umweltfreundlicher Tisch aus Teakholz. Könntet ihr theoretisch hier spielen? Ginge das? Oder geht das auch nicht? Das ginge. Dann brauche ich halt so einen umweltfreundlichen Tisch aus Teakholz. Also das ginge. Gut zu wissen. Tisch, Tisch. Teakholz. Umweltfreundlicher Tisch aus Teakholz. In Gartentische. Welche ist denn das? Der ist das, ne? So. Jetzt glaube ich dir den Computer. Und verkaufe den Tisch, der mitten in der Wohnung steht. Habe ich nur irgendwo was anderes rumlegen, was mitten in der Wohnung steht? Ich wüsste nicht. Und Michael Klee hat die Videospielfähigkeit erworben, das ist schön. Weglegen.
Und du kannst jetzt hoffentlich hier spielen. Kennst du nicht, warum nicht? Weglegen. Ich weiß nicht, an was das da scheitert. Leute, ich verstehe es nicht. Ist der Stuhl zu weit weg oder wie? Ja, so kann doch kein Mensch das spielen. Oder? Scheinbar schon. Ich weiß zwar nicht warum, aber okay. Dafür funktioniert das jetzt endlich. Und der braucht es ja für seinen komischen Job. Dann unterhaltet ihr euch mal. Kennenlernen. Nach Tag verschönern. Halt. Tiefgründige Unterhaltung. Und einen Witz. Oder ne, über örtliche Angelplätze. Michael hat Level 2 der Charisma-Fähigkeit erreicht. Und der hat irgendein Bedürfnis, das ich nicht erfülle. Hygiene. Ja, dann würde ich doch sagen, dass du eine Dusche nimmst. Michael hat die Fischspezies Guppy bestimmt, die an einigen Angelplätzen von Baba Füll entdeckt wurde. Michael hat Informationen über seine Neustadt im Notizbuch aufgezeichnet. Gut zu wissen. Wie sieht's mit dir aus? Dir geht's eigentlich echt super. Einladen auf aktuellem Grundstück abzuhängen. Wen wollen wir mitnehmen? Die Charlotte Kreuz. Könnt ihr euch ein bisschen unterhalten? Weil die zwei anderen sind ja zurzeit leider beschäftigt. Falls sie überhaupt Lust hat. Ja, Charlotte Kreuz wird gleich da sein. Da kommt sie auch schon. Und was für eine Gang die hat, die trottet ja durch die Gegend geradezu. Du liest jetzt kein Buch, du wartest jetzt auf die Charlotte Kreuz. Nee, nee. Hier wird jetzt nicht gelesen. Nix angelt sie dir. Hereinbitten, gibt es das irgendwo? Versuchen aufzumuntern. Halt, nix lesen. Sie ist traurig. Tag verschönern. Von einem Albenschwarm. Du stehst, versuchen sie aufzumuntern. Versuchen aufzumuntern. Hoffen wir, dass es funktioniert. Und wie weit bist du? Nein, nicht du. Du. Mit deiner Videospielerei. Ach, ich verwechsel euch immer. Doch nicht, darf doch nicht wahr sein. Dann hör du mal auf, Videospiele zu spielen. Und du fängst an, Videospiele zu spielen. Spiel spielen, Sims Forever spielen. Ja, du sollst auch aufhören. Hallo, der braucht es für seinen Job. So. Spiel spielen, gerade erst begonnen. Ja, ich weiß. So. Und du kannst. Wie geht's dir eigentlich? Ah, sie ist wieder okay, sie ist nicht mehr traurig. Und sie lässt sie sofort stehen. Was ist denn das für eine? Aber stell dich mal vor, aber dann hätte ich das ganz gern, wenn ihr wieder miteinander sprecht, aber. Lieblingskünstler reden, über Veränderungen in der Nachbarschaft reden und dann darfst du wieder mit ihr reden und vorher darfst du mal auf die Toilette gehen, weil du es sowieso brauchst. Sie ist ein fröhlicher Sim, gut zu wissen. Und dann hast du Hunger. Reste nehmen.
Wenn wir noch Reste haben, machen wir das. Wir müssen ja nicht gleich hier verschwenderisch sein. Wie sieht's bei dir aus mit dem Hunger? Noch in Ordnung, du liest jetzt was. Okay, und du spielst immer noch Computer. Oh, und du bist ja bei 50%. Dann komm du mal her. Und nein, nicht du. Du. Und unterhalte dich ein bisschen mit ihr. Tag verschönern. Nach Tag fragen. Kennenlernen immer noch. Ich dachte, ihr kennt euch jetzt einigermaßen. Und warum ihr zwei euch in seinem Zimmer oder in dem Zimmer haltet, wo er jetzt. Ach, ich verstehe es nicht. Weil er jetzt Videospiele spielt. Und wehe, du lenkst ihn ab. Bitten zu gehen. Ich bin kurz davor, ja. Witz über Enten erzählen. Dramatische Geschichte erzählen. Sehr schön. Ja, da gab es diesen Frosch und der hat ausgesehen wie eine Ente und plötzlich war da noch ein Dinosaurier und ich habe keine Ahnung, was ich gerade erzähle, aber ich habe den Verdacht, es könnte irgendwie witzig sein oder so, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ja, und er kann sich nicht konzentrieren, weil da die komische ihn da immer ablenkt. Gute Schwingungen. Und tolles Gefühl, wegen erfüllter Bedürfnisse. Naja, wenn ich die Energie so anschaue, weiß ich nicht, ob sich das so. Videospiele spielen abgeschlossen, sehr schön. Da kannst du dir auch was zu essen nehmen. Und du eigentlich auch. So. Ihr könnt euch ja so lange weiter unterhalten. Ah, Michael Klee hat Level 2 der Videospielfähigkeit erreicht. Sehr schön. Du solltest langsam auch was essen, weil du ja morgen zur Arbeit musst, soweit ich weiß. Dann mach das mal. Und warum dich da nicht hinsetzt, weiß ich nicht. Und du bittest sie mal zu gehen, hörst auf, Computerspiele zu spielen und dann isst du was. Ach, jetzt. Sie unterhält sich jetzt wieder. Okay. Ist mir auch recht. Ist mir auch recht. Was ist da denn los? Also ehrlich. Ja, wenn du fertig bist mit Essen, würdest du bitte mal die Mülltonne aufheben und das Zeug da wegwerfen. Das hier geht ja schon mal gleich gar nicht. Ich muss los. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, wir bedanken uns auch. Und wir haben es ja einigermaßen geschafft, dich aufzuhalten. Das ist ja auch schon mal was wert. Was? Du machst jetzt mit dem Essen in der Hand. Ah, ich sag nichts dazu. Einfach, weil es mich hier nicht wundert. Hier. Hier wundert mich sowieso schon lange nichts mehr. So, und was willst du jetzt machen? Ah, du machst jetzt das schon, was ich ihm gesagt habe eigentlich. Ist gut zu wissen. Warum du auf dem Bett isch, weiß ich auch nicht, aber das versteht, glaube ich, auch sowieso kein Mensch. So, du kannst eigentlich. Da hast du so einen komischen Frosch und so komische Statuen. Yuki, verspieltes Dekor. Madame Suis Voodoo-Puppe lief. Zitrin. So einen Sonnenblumenfrosch. Wie war das in Weltlazier? Kann ich den dann. Ne, geh mal daher. Ah, so. Und was kann ich jetzt mit dem machen? Ah, sie kann ihn ansehen. Was hat sie da vor? Den Müll leeren, das ist doch schön. Und danach kann sie ihren Sonnenblumen. Sie kann ihren Sonnenblumenfrosch ansehen. Und wir können uns doch um den Müll kümmern. Ja, und das kannst du direkt danach machen mit deinem Teller. Oh, er kümmert sich schon. Das finde ich ja gut, dass die sich. Bewohner dieses Terrariums, Sonnenblumenfrosch.
Dann kennst du dich noch ein bisschen mit. Er hat keinen Job, ne? Also er hier, ja. Und dann kennst du dich danach ein bisschen noch mit ihm. Ordentliche Arbeitsplätze reden, was witzig, wenn ihr beide keinen Job habt und von der Natur schwärmen. Und du, wie geht's dir denn so? Es geht so, du sollst auf die Toilette, dann mach das mal und dann auch wieder ins Bett. Barbara hat die L-Ritze bestimmt. So, gut zu wissen, dann unterhaltet ihr euch mal ein bisschen. Ist der Rest alles erledigt? Ich glaube schon. Und dann kannst du eigentlich wegen mir schlafen gehen. Ich jetzt noch wüsste, ob das dein Zimmer war. Ich weiß halt echt nicht mehr. Ich hoff's. Wenn nicht, dann ist das ab heute halt dein Zimmer. Dann sei es drum. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass du im falschen Bett schläfst, aber gut. Ich finde es ja auch egal. So, was machst du? Du lest, willst was lesen oder in Büchern blättern. Dann mach das mal und sie möchte auch noch etwas lesen. Gut, von mir aus, wenn ihr unbedingt noch was lesen wollt, alle, dann macht das. Lasst euch nicht davon abhalten. Aber ich finde es irgendwie schade, dass man kein Ding machen kann. Was ist das denn? Löwen machen Pflanze wild. Ansehen und ernten. Das ist doch was Schönes. Ach ja, sie ist ja sowieso so ein Naturmensch. Dann kann sie das dann nochmal ein bisschen sich in der Natur umschauen, wo sie gerade dabei ist. Ja, und das Lesen, das kann sie mal vergessen. Meine Pizzicato-Polka. Gut zu wissen. So. Und du, würde ich sagen, gehst dann. Nein, nicht du. Du, würde ich sagen, gehst dann auch mal schlafen. Und sie hat die Gartenfähigkeit erworben. Kann jetzt Pflanzen gießen, gehen und ernten. Sehr schön. Dann hat sie ihr Naturbedürfnis erfüllt. Und dann kann sie noch. Hat eine Kapsel ausgegraben. Was mag wohl darin stecken? Ah ja, ich bin bei der falschen. Öffnen. Und dann darfst du auch schlafen. Und was war da jetzt drin? Cheffcino. Gewöhnlich. Löwenmilchqualität. Normal. So, dann wollen wir auch schlafen gehen und dann morgen, wann musst du morgen bei Arbeit sein? Man weiß es nicht. Um 10. Okay, das sollte doch. Und ich sehe gerade, ich habe was Falsches gemacht, weil er der Bücherwurm ist. Ich hätte ihn eigentlich Schriftsteller lassen. Werden lassen wollen. Aber gut, kann man nichts machen. Frühstück servieren, Eier und Toast. Es ist 4 Uhr in der Nacht. Bist du schon ausgeschlafen? Kann man das jetzt. Doch, Tatsache. Überzeit kann man das fast nicht vorstellen, aber okay. Die brauchen scheinbar echt wenig Schlaf. Und er kocht mitten in der Nacht und die anderen sind alle noch im Bett. Ich find's herrlich, ich find's einfach so herrlich. Und er ist auch schon wach, oder was? Ja, dann geh doch auf die Toilette. Ist doch kein Weltuntergang hier. Ich denke, du bist alt genug, oder wie, oder was? Und da deine Hygiene auch nicht so besonders toll ist, kannst du direkt danach auch mal duschen gehen.
Hast du jetzt die Toilette fertig gemacht? Das ist einigermaßen, ne? Wie lange dauert das denn noch hier? So. Und er singt in der Dusche, ist ja wunderbar. So. Qualität normal. Und dann kann Studio da davon ein Gericht nehmen. Nachher. Wenn du fertig geduscht hast. Und wenn du fertig geduscht hast und dir ein Gericht genommen hast, kannst du das dann auch weglegen, damit es nicht vergammelt hier. Und die gute Barbara war gestern lang unterwegs, dann denke ich, passt das schon. Kann ich schauen, was da noch alles drin ist. Normal, für Vegetarier geeignet. 5 Tage, 12 Stunden noch. In Ordnung. Das finde ich doch okay. So, und er isst immer noch. Und er duscht immer noch. Was ist denn hier los, liebe Leute? Ja, du bist fertig. Dann wird hier auch danach aufgeräumt. Und dann kannst du auch mal eine Dusche nehmen. Du hast ja noch Zeit, bis du auf Arbeit sein musst. Würde ich mal so sagen. Und wie sieht es mit ihr aus und ihren Bedürfnissen? Na, sie hat Hunger. Nachher müsste sie noch auf die Toilette. Aber doch, sie ist doch schon ausgeschlafen eigentlich. Ich weiß gar nicht, warum sie dann noch schläft, aber ich lasse sie mal weiter schlafen. Und der Gesang ist echt seltsam. Also echt, echt, echt seltsam. Oh, und mein Computer ist wieder von der Hitze Spiegeleierbratgerät. Das finde ich jetzt nicht so toll. Aber ich würde sagen, es ist sowieso an der Zeit, diese Folge zu beenden. Dann sage ich vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Sims 4.